Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Felix Hüffelborn von Wir machen Trader und heute schauen wir uns mal gemeinsam wieder einen Trade von mir an. Diesen Trade habe ich gestern gemacht, du wirst das Video aber erst am Sonntag sehen. Ganz wichtig, wir müssen aus unseren Fehlern lernen und immer wenn ich ein Video zeige, dann mache ich es eigentlich, weil ich irgendwo einen Fehler gemacht habe. Mein Prozess sieht so aus, dass ich natürlich all meine Trades plane, dass ich immer mich auf den Trading-Tag vorbereite. Du weißt vielleicht, dass ich aktiv Daytrading betreibe mit US-Aktien. Aber all das, was du hier heute lernen wirst, kannst du natürlich auch auf Devisen übertragen, kannst du sogar auf Kryptowährungen übertragen, kannst du auf das übertragen, was du möchtest. Denn letztendlich haben wir überall Markttechnik, wir haben überall psychologische Faktoren und die sollst du dann einfach letztendlich lernen, die sollst du trainieren, um die letztendlich hinterher beherrschen zu können. Falls du jetzt sagst, okay, Daytrading, das passt gar nicht zu mir, ich bin eher der Swing Trader, gar kein Problem, auch da. Egal welche Zahl jetzt hier steht, welche Zeiteinheit das ist, wenn es jetzt ein Tageschart wäre, könntest du genau das gleiche machen. Es geht letztendlich immer um Trends, wie die Trends aufgebaut sind und was hier jetzt letztendlich für eine Zahl steht, das bedeutet einfach nur, wie lange wir letztendlich für eine Kerze brauchen. Das soll aber nicht heißen, dass du nicht das gleiche auf eine größere oder eine kleinere Zeitebene übertragen kannst. Wenn wir beispielsweise hier heute so ein Top-Down-Prinzip haben und ich mir vom Tageschart letztendlich runterarbeite in den 5-Minuten-Chart, dann weiß ich von anderen unserer Mitglieder einfach, dass die das beispielsweise machen. Von Monat über Woche über Tag und vielleicht ist ihre Trading-Timeframe dann der 4-Stunden-Chart. Manchmal sogar der Tageschart, ja, das ist egal. Wichtig ist einfach nur, dass du diese Prinzipien verstehst und dann letztendlich auf dein System, auf dein Zeithorizont letztendlich überträgst. Wichtig für mich jetzt hier erstmal eine kleine Perspektive. Wir haben hier den 65-Minuten-Chart, auch da schon wieder die Frage, warum 65 Minuten? Nun ist es so, ich habe ja wie gesagt den US-Aktienmarkt und da ist der Markt von 9.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze in Minuten ausrechnen würden, sind das 390 Minuten und 390 lässt sich nicht gut durch 60 teilen, sondern nur 360 durch 60 oder wieder 420 durch 60, das wissen wir alle. Aber 390 können wir durch 65 teilen. Dadurch bekommen wir letztendlich in diesen 65 Minuten Kerzen 6 gleich große Abschnitte hin. Wenn wir das nicht machen würden, dann hätten wir am Anfang eine Kerze, die wäre nur eine halbe Stunde und dann letztendlich hinterher 60 Minuten Kerzen. Also das wäre kein richtiges Bild, wir hätten den Trading Tag also nicht richtig abgebildet. Hier also der 65-Minuten-Chart. Und wir sehen es bei Apple, okay, wir hatten hier diesen massiven Abverkauf, wir haben hier höhere Tiefs gemacht, ja, das Tief ist höher als das Tief ist höher als das Tief und so weiter. Also immer wenn wir das sehen, ja, das ist Tief, das Hoch ist höher als das Hoch ist höher als das vorherige Hoch, das Tief ist höher als das vorherige Tief und so weiter. Wir sehen also, dass wir einen kleinen Aufwärtstrend haben. Dennoch müssen wir mal schauen, wo sind wir hergekommen. Und hier ungefähr war der letzte Widerstand. Von hier gab es diese Nachricht von Apple, dass die Zahlen in China und so weiter nicht mehr stimmen. Und dann natürlich dieser massive Abverkauf. Mir ist das egal, wo wir langfristig erstmal hingehen. Ich will wissen, wo sind Level, die von Interesse sind. Und das heißt auch nicht, dass ich reingehe und sage, nur an dem Level möchte ich kaufen, sondern ich weiß einfach, das Level ist wichtig. Aus diesem Grund ist es wichtig. Und heute, an diesem Tag, möchte ich dort schauen, was dort passiert. Und basierend darauf habe ich dann ein Trading-System, dass ich sagen kann, wenn das an diesem Level passiert, dann interessiert es mich nicht. Wenn was XYZ passiert, dann möchte ich long gehen. Wenn es darunter schließt, zurückkommt mit diesen Variablen, dann möchte ich short gehen. Genau darum geht's. Wir sehen also hier, okay, ein kleiner Aufwärtstrend, haben hier von hier das letzte Hoch gemacht, aber jetzt haben wir hier drunter geschlossen. Haben also ein sogenanntes tieferes Tief gemacht. Das Tief ist, oder das erste Tief wieder, wir hatten hier das höhere Tief, dieses Tief ist unter diesem Tief. Das bedeutet, okay, es könnte eine Rotation wieder geben, es könnte wieder weiter abwärts gehen. Auch auf dieser höheren Zeitebene von 65 Minuten. Das Hoch
hier ist nicht mehr höher, sondern das tiefer. Wir haben nochmal ein tieferes Tief und wir haben ein tieferes Hoch. Also, okay, das sieht erstmal abwärts gerichtet aus. Viel mehr muss ich erstmal gar nicht wissen. Denn auch das ist entscheidend. Die meisten denken immer, oh, ich muss alles auf den Cent wissen und hier und da. Aber sie wissen einfach nicht, wie man an Leveln letztendlich dann arbeitet. Wir gehen hier in die Zeitebene. Wir sehen es jetzt hier, dass der 5-Minuten-Chart, wenn ich rausscrolle, sehen wir auch diese Swings, die ich gerade im 65-Minuten-Chart eingezeichnet habe, sehen wir wieder. Wir sehen aber, wie viel mehr Informationen wir haben. Und hätten wir diese Swings in dieser Zeitebene gezeichnet, hätten wir natürlich uns total verloren. Weil wir sehen, hier ist ein tieferes Tief, hier geht es wieder hoch. Also wir sehen einfach zu viel und dementsprechend ist diese Top-Down-Analyse immer relativ wichtig. Wir sehen es nochmal, 5-Minuten-Chart und das ist auch das, was wir uns anschauen wollen. Wir haben es gerade gesagt, wir haben schon gesehen, dass wir tiefere Tiefs gemacht haben und aus dieser Perspektive halt schon ein Abwärtstrend. Also könnten wir uns vorstellen, dass es weiter abwärts geht. Hier habe ich bereits in der Vergangenheit Tool vorgestellt, das ganz neu ist, beziehungsweise das wir ganz neu letztendlich im Angebot haben. Das ist einfach der VWAP. Wir berechnen also den Durchschnittspreis und die Transaktion letztendlich und das ist also kein gleitender Durchschnitt, wo wir einfach sagen, okay, über die letzten 14 Tage schauen wir uns letztendlich den Preis an. Nein, wir schauen uns den Preis und das Volumen am Preis an, denn das ist wirklich die Abbildung von mit der Fragestellung, von diesem Zeitpunkt an, wer ist in Kontrolle? Und wenn wir diesen Anker des VWAPs hier setzen, dann wissen wir von hier an, wir sind unter dieser Linie, sind die Verkäufer in Kontrolle. Wenn wir das jetzt hier hin machen würden, können wir uns fragen, ja, seid hier. Wir sehen es, wir spiken drauf. Also das ist wirklich ein Tool, was institutionelle Anleger benutzen und was sie auch alle kennen. Wir könnten also schauen, ja, wir sehen hier, dass es schon unterschiedliche Handelstage sind. Meist haben wir hier zwischen Gap. Also, wenn das hier gestern war, ja, dann sehen wir, die rote Linie ist der Intraday VWAP. Aber der normale Intraday VWAP, der fängt immer an jedem Tag neu an. Das heißt, er rechnet jetzt nicht durchgehend, sondern wir sehen es immer, der erste Anker ist immer bei der Eröffnungskerze. Legen wir das jetzt ebenfalls auf den letzten Tag, liegt das überein, das ist klar. Machen wir es jetzt über 2 Tage, sehen wir aber auch schon, dass die Linie anders geht, weil wir jetzt diese rote Linie quasi über 2 Tage berechnen. Wir müssen es auch nicht am Anfang der Kerze oder am Anfang des Tages legen, sondern wir können es auch hierhin machen. Das macht aber meistens keinen Sinn. Was ich mir da häufig nur anschaue, ist, wie gesagt, wenn wir ein Tagestief gemacht haben, können wir es hier drauflegen und gucken, wenn die Käufer jetzt in Kontrolle sind, wo ist für sie der beste Einstiegspreis? Wir sehen es, die kommen genau zurück. Und das ist einfach was, ja, was Individuelles, was sicherlich wenig Leute benutzen, außer die Institutionen, die letztendlich immer den besten Preis haben wollen. Und wir sehen es, wie wichtig dieses Tool einfach ist. Hätte man dort also immer schön gekauft, ja, wir kennen alle das Spiel, darum soll es aber gar nicht gehen. Was wir hier wirklich nochmal wissen wollen ist, okay, gestern war der Tag, also ein Tag. Wir wollen also nochmal einen Tag zurückgehen und fragen, okay, wer ist in Kontrolle? Wir sehen es. Ja, wir gingen gestern unter dieses Level, unter diese untere weiße Linie, die ich bereits eingezeichnet habe und schließen darunter. Das bedeutet, ja, von 2 Tagen an ist der Durchschnittsinvestor gestern bis zu dem Zeitpunkt und am vorherigen Tag im Verlust. Also Verkäufer sind in Kontrolle und wenn du gekauft haben solltest, ja, dann sind nur im Durchschnitt gesehen alle, die da drüber sind, im Plus, im Durchschnitt gesehen, wenn wir uns die Transaktionen und die Preise anschauen, die im Plus, die dort drunter sind. Das ist ganz wichtig. Damit können wir also sagen, ja, Verkäufer sind in Kontrolle. Das deckt sich auch dann an der Stelle hier sehr gut mit der Struktur, mit dem Intraday VWAP. Wir schauen uns das Ganze mal über 3 Tage an. Wir gehen hier wieder bis 9.35 Uhr, also Handelseröffnung, die erste 5 Minuten von 9.30 Uhr bis 9.35 Uhr. Und wir sehen, okay, auch hier das, wir öffnen hier, wir sind kurz drüber, Verkäufer über die letzten 3 Tage, genau wie am Vortag, kurz hier drüber gegappt, aber Verkäufer nehmen direkt wieder hier die Führung ein und verkaufen, sie sind also voll in Kontrolle. Das ist erstmal wichtig, für mehr brauchen wir diesen
ja, Multi-Day VWAP an dieser Stelle nicht. Wir wollen also erstmal wissen, okay, wer hat hier die Kontrolle über die letzte Zeit? So, jetzt ist entscheidend. Wir haben hier bereits diese Linie eingezeichnet vom Vortag. Wir haben hier einmal Support, also etwas, was du immer anwenden kannst. Einfach in den Chart gucken, schauen, an welchen Linien sind wir abgeprallt. Waren wir entweder da drüber, dann ist es Support, oder waren wir da drunter, ja, und prallen von unten ab, dann wäre es Resistance, also Widerstand. Wir schauen, wir sehen, dass wir letztendlich hier zwar halten, aber von da abwärts gehen. Wir machen das Ganze hier und wir gehen hier nochmal hoch. Also wirklich, das ist eine interessante Linie. Jetzt geht es um den eigentlichen Tag. Und du siehst wieder, ja, der eigentliche Trade, der kommt ganz zum Schluss in der Erklärung, aber auch bei deinem eigenen Trading. Das Ganze drumherum ist immer viel größer. Du kannst dir ja so vorstellen, du trainierst dein ganzes Leben auf Olympia hin. Die wenigsten schaffen es, aber wie viele Stunden, wie viel Schweiß fließt da rein? Der eigentliche Wettkampf ist vielleicht gar nicht lang, aber du hast dein ganzes Leben darauf trainiert. Und so ist es eigentlich beim Trading. Wir trainieren viel mehr, wir journalen viel mehr, wir backtesten viel mehr, als dass wir eigentlich traden. Und die meisten verstehen nicht, dass man nur so letztendlich erfolgreich wird. Und sie traden nur, sie machen das andere nicht, sie wollen diese Arbeit nicht, sie wollen schnell reich werden. Und das ist der Grund, warum sie nie reich werden. Überhaupt, weil sie einfach nicht dafür arbeiten wollen. Sie denken, dass es Arbeit ist, aber letztendlich ist es so wie eine Ausbildung. Du kannst doch auch nicht einfach zwei Bücher lesen über Medizin und auf einmal legst du dir deine Frau auf den Tisch und fängst an zu operieren, weil du auf einmal der King da drin bist. Das ist sehr, ja, weit jetzt hergeholt, aber letztendlich ist genau das Gleiche. Es ist wirklich ein hartes Business, über das du dich wirklich, wo du regelmäßig trainieren musst, wo du gut werden musst, was du nicht von Anfang an können kannst überhaupt, ja? Du kannst es nicht von Anfang an. Keiner. Jeder muss trainieren und jeder braucht Feedback. Und wenn du auf einmal herkommst und denkst, du kannst es, ja, dann ist es wirklich so, als wenn du jetzt auf einmal denkst, oh, ich habe ein Buch über Humanmedizin gelesen und jetzt, oh, ich weiß sogar, wo die Leber ist, da können wir mal selbst dran rumschnippeln. Das macht keinen Sinn und dementsprechend nochmal wichtig zu erwähnen. Also, die Planung, super wichtig. Wir kommen hier drunter, die ersten 5 Minuten, das ist diese Kerze. Auch hier unten sehen wir wieder 9.35 Uhr, also die Zeit von 9.30 Uhr bis 9.35 Uhr. Wir gehen hoch, das haben wir die letzten Tage auch gemacht, dementsprechend auch wichtig zu hinterfragen, was haben wir die letzten Tage eigentlich gemacht, wie sah das Muster dann bei Apple aus. Die ersten 5 Minuten, das ist unsere Opening Range. Die können wir auch mal markieren. Schließen wir darüber, wäre ich eher bullish. Also bullish bedeutet, eingestellt darauf, dass das Ding heute eher höher geht. Folglich wäre ich eher gestimmt, bullish gestimmt. Das heißt, ich würde auf steigende Kurse setzen. Zumindest von meinen Gedanken, wie ich es umsetze, egal. Aber erstmal von meiner Bias, von meinem Empfinden würde ich denken, oh, das könnte weiter nach oben gehen. Wir sehen es, wir schaffen es nicht darüber zu gehen, geschweige denn darüber zu schließen, kommen direkt runter. Nehmen VWAP ein, wichtig die Linie, ja. Institutionen haben dort ihre Orders, auch sie bestimmen damit den Trend. Manchmal haben wir solche Tage, wo wir um den VWAP nur herumschwanken. Aber oftmals sehen wir, ja, VWAP, VWAP, weil die Institutionen dort immer ihre Orders haben. So, an dieser Stelle dann, wir brechen die Opening Range nach unten. Wir kommen durch dieses wichtige Level von 153,59. Wir gehen runter, wir schließen runter. Und auch hier ist wieder wichtig, wenn wir, und das kannst du für dich einfach mitnehmen, wenn wir einen Support brechen, dann wird er zum Widerstand, genau wie er hier zum Widerstand geworden ist. Beziehungsweise, er sollte. Im Trading können wir nie immer sagen, aber er sollte. So, wir kommen hier hoch und ich shorte. Ich habe einen Fehler gemacht, darauf werden wir gleich eingehen, aber ich shorte, was erstmal korrekt ist. Was ist das nächste Ziel? Wir schauen uns an, welche Preise sind eigentlich relevant? Wir haben die Tageshochs, die Tagestiefs, den vorherigen Schlusskurs und
das Tagestief ungefähr hier. Ja, hier gucke ich mir immer schön den tiefsten Schlusskurs an. Schlusskurse immer wichtiger. Und wir sehen es, dass wir von hier direkt hier reingehen. Soweit, so gut. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und das ist etwas, wo du einfach nochmal den Trend komplett mitnehmen kannst. Das heißt, bis hierher sollst du gelernt haben, wie man sich ordentlich vorbereitet, wie man hinterfragt, ja, wie sieht der Trend aus, wie formen wir ja eine Grundidee. Wenn wir jetzt hier drunter sind, dann passt das mit unserer These zusammen, dass wir letztendlich auf fallende Kurse setzen möchten. Du hast gelernt an dieser Stelle, wo sollten wir auf fallende Kurse setzen? Natürlich immer nur an den signifikanten Leveln, an sogenannten Entscheidungspunkten. Wenn der Support bricht, sollte er zum Widerstand gehen. Das heißt, wenn ich hier irgendwo shorte, das macht keinen Sinn. Ich habe hier keine Linie, ich habe hier nichts, ich habe hier kein klares Level, wo ich letztendlich mein Risiko platzieren kann. Das heißt, wenn wir einen Stop-Loss setzen möchten, dann möchten wir möglichst nah an dieses wichtige Level kommen, um den Stop-Loss knapp darüber platzieren zu können. Hier sollte er nicht hingehen. Wenn der Markt hier hinkommt, dann wird es wahrscheinlich auch schon zur nächsten Linie gehen, zum nächsten Widerstand, was dann in diesem Fall das Tageshoch gewesen wäre. Denn es gibt immer wichtige Level, Tageshoch, Tagestief, die Long-Term-Level und dann geht es letztendlich Linie von Linie, sind immer diese Entscheidungsfragen zu treffen. Wir gehen eine Zeitebene runter und hier habe ich echt was falsch gemacht und was Einfaches falsch gemacht. Und zwar habe ich genau hier geschortet. Ich habe an dieser Stelle schon geschortet, was nicht perfekt war. Warum? Weil ich gesagt habe, eigentlich nur an dieser Linie. Ich sehe dann aber hier, wir halten unter VWAP und das ist häufig so, dass wir letztendlich unter diesem VWAP halten. Und dann kommt natürlich dieses Psychologische raus, was jeder kennt. Fear of missing out, FOMO. Ich möchte diesen Trade nicht verpassen. Ich sage also, okay, ich gehe schon hier rein, 153,50 und nicht 59, wie meine Linie war. Aber der Stop kommt hier drüber. So, jetzt geht es hier hoch und ich denke, Mist, es geht runter, ich bin im Plus. Okay, was machen wir? Und jetzt schauen wir uns nochmal die Struktur genau an. Wir befinden uns ja jetzt gerade im 1-Minuten-Chart. Überliegend haben wir gesehen, es ist ein Abwärtstrend. Gut, diese Mikrostruktur auf dem 1-Minuten-Chart zeigt jetzt höheres Tief, höheres Tief. Wir haben also einen Mini-Aufwärtstrend, natürlich auf irgendeiner Zeitebene. Und wenn es im Sekundenchart ist, müssen wir einen Aufwärtstrend haben, sonst kommen wir ja nicht zurück. Im 5-Minuten-Chart war das aber ja nur ein Rücksetzer. Also Abwärtstrend, Rücksetzer. Dieser Rücksetzer jetzt in dieser kleineren Zeitebene, wie gesagt, ein kurzzeitiger Aufwärtstrend. Das Ziel sollte es immer sein, die Trends, wie sie ineinander greifen, von dieser Top-Down-Analyse zu verstehen. Und ich habe es verkackt auf gut Deutsch. Ich habe es falsch gemacht, denn wir sehen es, ja, perfekt eingestiegen. Ich hätte besser einsteigen können, aber okay. Ja, das war noch in Ordnung. Jetzt kommt aber die Krux. Es geht runter. Was machen wir? Was ist hier perfekt? Wir machen ein tieferes Tief. Das bedeutet, an dieser Stelle haben wir ein neues Tief gemacht. Dieser kurzzeitige Aufwärtstrend hier ist unterbrochen. Das bedeutet, 5 Minuten Chart Short, 1 Minuten Chart auch wieder Short. Jetzt kommen wir zurück. Ich bin also jetzt schon gut im Profit, 40 Cent bei 20 Cent Stop Loss. Das ist gut, also schon 2:1. So, jetzt geht's zurück. Und ich bin ein paar Cent im Minus. Und ich denke, der Markt geht hoch. Apple geht hoch und ich denke, ich muss raus. Es hätte runtergehen müssen. Völlig falsch. Warum? Was sehen wir? Wenn das ein Abwärtstrend ist und wir sogar schon hier diesen Vorteil haben, dass wir ein neues Tief gemacht haben, dann dürfen wir zurücksetzen, aber nicht hier drüber schließen. Wir dürfen nicht über der 64 schließen. Es ist dieser Outside Return, der Rücksetzer. Innerhalb, auch jetzt im 1-Minuten-Chart schon, des Rücksetzers, also des Abwärtstrends. Man könnte jetzt auch Double Top sagen, aber wir sehen schon, ja, wir haben diese Struktur gebrochen, es ist dieser Rücksetzer. Ob es jetzt ein Double Top ist oder nicht, wichtig ist einfach für mich, ich muss hier in diesem Trade bleiben.
Und wenn ich noch Risiko zur Verfügung hätte, wenn ich jetzt noch nicht 100% meines Risikos hier eingegangen bin, dann habe ich jetzt die beste Möglichkeit zur Position hinzuzufügen und nicht rauszugehen, wie ich es gemacht habe. Danach, wie gesagt, perfekt geht's runter und ich denke mir, das habe ich falsch gemacht. Aber, und das ist der Vorteil, wenn man so offen ist und selbst mit sich ins Gericht geht, dann kann man letztendlich auch schauen, wie kann man jetzt wieder in diese Position reingehen. Was wir oftmals sehen ist, dass wir dann zum ersten Mal wirklich eine flache Konsolidierung machen. Das heißt, am Tagestief sehen wir eine längere Konsolidierung, eine Seitwärtsphase. Hier sehen wir, die ist kurz, wir gehen danach direkt wieder hoch. Wir sehen, dass es hier so war, bevor wir weggebrochen sind und so sieht es hier auch aus. Und genau das habe ich erkannt. Ich habe dann immer die großen Verkäufer gesehen. Ich habe genau gedacht, okay, wir konsolidieren hier. Wenn wir ein bisschen Zeit hier verbringen, dann kann ich meinen Stop auf die 153,20 setzen und maximal zahle ich oder shorte ich an der 153. Also wird dann diese 20 Cent Stop Loss. Wir sehen es, und das ist wichtig, es kommt immer noch mal dieser Wick her. Es wird immer noch mal hoch, deswegen nicht zu früh rein. Du musst an dieser Stelle wirklich warten. Wir haben das, ich gehe rein 153, ja, und es geht runter und es trifft das Ziel. Das heißt, ich konnte noch einen guten Trade machen und ich konnte damit noch Geld verdienen. Hier habe ich minimal was verloren, 5 Cent statt 20, alles gut. Hier habe ich es rausgeholt, aber der wahre Trade war von hier nach hier und hier letztendlich an dieser Stelle war die Chance, um zur Position, zum Gewinner hinzuzufügen. Was man also hier mitnehmen sollte, sind diese Anfängerdinge wie Trenderkennung, wo du einfach siehst, dass die auch beim fortgeschrittenen Trader damit auch regelmäßig Geld macht, immer noch hier und da zur Verwirrung führen können. Man kann sich so dort selbst verlieren, man kann einfach diese Emotionen, die man ins Trading mit reinbringt, die unterbinden das manchmal. Man fokussiert sich nicht zu 100% nur auf diese Markttechnik und auf einmal macht man eine falsche Entscheidung. Ja, und das ist wichtig, denn diese Emotionen sind wichtiger als das jetzt immer direkt zu sehen. Du siehst, ja, selbst wenn du es weißt und deine Emotionen in der Sekunde überwiegen, dann macht man es falsch. Also ist das letztendlich eine Schraubstelle, an der wir viel arbeiten können und müssen. Und das ist das, warum ich heute dieses Video mache, um dir das zu zeigen, wie schwer das häufig ist, was die Fehler letztendlich von mir waren, warum ich hätte hier noch zur Position hinzufügen müssen, wenn ich hier noch nicht drin gewesen wäre. Und hier natürlich, das ist dann das Konzept vom zum Gewinner hinzufügen. Das heißt, wenn ich hier drin gewesen wäre, was ich am Anfang war, aber dann wieder nicht, durch meinen Fehler, dann muss man ihn hier hinzufügen. Ich war jetzt hier raus, ich war jetzt hier wieder flat, bin dann aber hier wieder eingestiegen, habe dann noch diesen Gewinn gemacht, was gut war, aber da kann man sich jetzt nicht drauf ausruhen, sondern der plus der gleich der perfekte Trade. Und du siehst, das ist das Konzept vom zum Gewinner hinzufügen. Wenn wir diese seitlichen Konsolidierungen erkennen, vor einem kritischen Level, wenn wir also noch Platz zum nächsten Level haben und wir wussten, das ist 151,94, dann können wir immer am Hoch dieser Konsolidierung shorten, den Stop hier knapp drüber machen und letztendlich zur Position hinzufügen, genau wie ich es hier gemacht habe, beziehungsweise wie ich hier eine neue Position aufgebaut habe. Also der perfekte Trade, hier einsteigen, hier vielleicht noch zur Position hinzufügen, hier auf jeden Fall zur Position hinzufügen, hier nochmal zur Position hinzufügen und hier 75% mindestens rausgehen. Wir sehen es, wir kommen dann nochmal zurück zu VWAP, machen Tiefriss hoch, gehen nochmal zurück zur Linie. Also, ja, du sollst hier eine Menge gelernt haben, eine Menge war fortschrittlich, eine Menge war aber auch einfach wirklich nur, was ist ein Trend und wann sollte man wirklich Vertrauen in seinen Trade haben. Falls du Fragen haben solltest, einfach unten in die Kommentarfunktion schreiben. Ich würde mich riesig freuen, dir das Ganze auch beantworten zu können. Möchtest du mehr hier darüber lernen, schau einfach mal bei uns auf der Internetseite www.wirmachentrader.de vorbei. Wir haben sehr bald eine sehr coole Sache am Start, dass du wirklich sowas wie jetzt mit uns regelmäßig haben kannst, uns auch deine Fragen stellen kannst und es um viel mehr als nur Aktientrading geht, aber das
zu seiner Zeit. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schalt wieder ein. Mach's gut und tschüss.